Als nächstes wollen wir den Sitz von der Sitzschale wieder einbauen. Dazu gehen wir nochmal ab. Schieben den von oben. Wir gucken, dass wir möglichst die Anschlüsse und alles auf Seite haben und nichts einklemmen. Dann schieben wir ihn erstmal drauf, klappen den Sitz hoch. Dann haben wir unsere zwei Leitungen. Einmal die rote, einmal die gelbe. Legen wir den Sitz so hin, dass wir, gut drankommen. Ziehen wir die Isolierung ab. Schieben das Ende in die Sicherung. Und drehen das oben, von oben fest. Um den Sitz des Kabels zu überprüfen, kann man vorsichtig daran rücken. Das Kabel muss fest sein. Dann gehen wir auf die andere Seite. Von der Seite kommt das rote Kabel. Wieder Abdeckung abziehen. Gucken, dass die Sicherung aus ist. Kabel rein, oben mit der Schraube festziehen, prüfen, drin nochmal gucken, sind irgendwelche Kabel oder Leitungen im Weg? Nein, das passt. Und von oben müssen diese Teile vom Schloss, die Gewindestücke rausgucken. Da kommen dann unsere Hutmuttern drauf. Erstmal noch angesetzt. Von vorne kommt unsere Schrauben mit Unterlegscheibe dran. Ansetzen. Ansetzen. Ich nehme hier eine lange Nuss mit einer Verlängerung. Fest. 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 Somit wird die Sitzschale mit dem Sitz wieder eingebaut. Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.